Ja, ich muss Ich muss weiter. Atmen, mein Herz. Lass dich nicht auf. Okay, mit ihr kann man nicht mehr reden. Das ist gut eigentlich, weil die hat eine ziemlich nervige Stimme. Meister Schamane! Ich brauche Regen. Ich höre dich. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ein Problem? Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Wie zum Beispiel? Meine Pilze sind alle. Oh. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Und wie sehen die aus? Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Was bekomme ich dafür? Keine macht den Drogen. Was bekomme ich denn dafür? Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht, aber schon. Wie sehen deine Pilze aus? Ich höre... Und wie sehen die Pilze aus? Was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Aber... Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Okay. Bis dann. Möge. Also, lila Färbung, das heißt. Rot und Blau so ergeben. Lila. Oh, meine Mulchangst ist ausgelaufen. So, dann. Einmal. Warum sollte ich Pilze anmalen? Weil der verdammte Pilze. Warum sollte ich. Mach grüne Punkte drauf. Ich ja, moin, ich höre dich. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Ich habe dir schon beim Trank des Schlafwandelns geholfen. Und was tust du für mich? Deine du Pilze. Hast mir noch nicht einmal die Pilze besorgt, um die ich dich gebeten habe. Schon, aber... Bring mir die Pilze, dann helfe ich dir beim Blitztanz. Alles klar. Bis dann. Möge. So, und jetzt können wir den Pilz anmalen. Warum sollte ich... Damit er dir hilft, verfickte Kacke! Ich höre... Und was? Man nennt sie Wachs. Und es sind ja, und lila mit grünen Tupfen. Bis dann. Möge der Wind. Ja, ist er bestimmt so. Warum sollte ich? Oh, du bist so ein Horsti. So, schauen wir mal. Finden wir hier irgendwo Geisterpilze? Hey, Moin. Chef. Ich brauche Geisterpilze. Hast du welche? Ah, der Lebende. Ja, das bin ich. So Geisterpilze. Hast du ein Zimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Nope. Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Ach was, hast du nicht. Und, wie geht's dir unter den Balken? Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt, aber auch toll. Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist.
Ja, total das klasse, ne? So, ich muss weiter. Mach's gut. Dann müssen wir wohl einen Pilz anmalen, ne? Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Ja. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Okay, wie kriege ich den modrigen Geruch da drauf? Reiben wir es an ihm? Nein, geht nicht. Schauen wir mal, was haben wir hier? Sarkophag. Geht auch nicht. Ja, moin Mädels. Oh, ich weiß, wie ich den modrigen Geruch drauf kriege. Im Müllhaufen. Nein. Schon wieder der nächste Buff ist ausgelaufen, mein Milchbuff. Ich brauche modrigen Geruch. Morsche Bretter. Kann ich die auspressen? Nein. Kriege ich damit Mutterzeugs? Kann ich... Wenn ich die da einkoche? Nein. Wie kriegen wir modrigen Geruch drauf? Geruch, der nach Tod riecht. Ah, hier, wir geben Esther mal die Pilze. Die soll sie sich mal durch den Kopf gehen lassen oder so. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Ja. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Hui. Das sind ziemlich gute Geisterpilz-Imitationen, würde ich mal sagen. Sie sehen aus wie Geisterpilze und stinken nach dem kalten Griff des Todes. Auf Seelenwanderschaft wird der Schamane damit wohl nicht gehen können, aber das wird ihm mal ganz gut tun. Du weißt, was das für Pilze sind jetzt. Das ist besserer Stoff, mein Freund. Hier, ich hab deine Pilze. Schau sind mal, selbstgepflückt. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Es ist guter Stoff. Ich höre dich. Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt meinen Tasten? Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Ja, ja. Nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Blitze versuchen. Okay. Das war eine Ahnung, wie ich ins Orglager komme. Du hast bestimmt eine clevere Idee, wie ich ins Orglager da draußen kommen kann. Also körperlich meine ich, nicht spirituell oder so. Puh, schwierig, schwierig. Danke für deine Hilfe. Bis dann. Möge der Wind... Oh, jetzt soll mir der Wind gewogen sein. Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten ich schaue beim Tanzen in die Anleitung. Ich kann mich gerade noch beherrschen, hier sinnlos vor mich hinzutanzen. Wenn schon, sollte ich wenigstens in der Nähe der Antenne sein. Betrachte die Antenne. Ein Metallgestell, so etwas wie eine Antenne. Die Kabel führen in die Gruft. Na dann können wir jetzt den Regentanz tanzen. Also gut. Ach so, jetzt. Oh.
Oh. Okay, Leute, da muss ich mich nochmal konzentrieren. Das war schon gar nicht schlecht. Ja, das haben wir schon fast geschafft. Okay. Also gut. Oh, es war zu früh. Oh. Das habe ich ja gleich am Anfang verkackt. Ja, der war das, der alte Skiller. Ich habe noch einen. So. Komm, also auf geht's. Gut. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Über zwei auf einmal ist gemein. Okay, okay. Oh. Nein, nein. Das war... Verdammte Sch... Ich war so dicht dran. Ich habe den Zorn der Götter schon fast gespürt. Ja, 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 ja. Ich auch. Also gut. Auf ein neues, auf ein neues. Diesmal schaffen wir es. Ist ganz einfach. Okay. Okay. Okay, habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Wow! Es hat funktioniert! Schnell, Butterkeks! Bring mich zu meinem Körper! Yay! Ich hab's geschafft! Schon in Ordnung, ich brauche keine Hilfe. Undankbares Zombie-Pack. Genug! Oh, ich habe die Götter erzählt. So, ab zurück in die Gruft. Oh mein Gott. Das ist so romantisch. Und, amüsiert ihr euch gut, während ich vor mich hinrauche? Ja, hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich frag gar nicht erst, wieso. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus und dem Versteck des Schwertes? Aber selbstverständlich. Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist der? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk, haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Entzückend. Klingt gut. Viel Glück. Ich fühle mich so sicher. So, wenigstens meine Rüstung hol ich. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Tatsächlich. Eine Rüstung. Und Teile des Vorbesitzers. Bevor ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. So, okay. Später. Tada! Kleider machen Leute, Rüstungen machen Helden. Ja, wir sehen doch schon mal ganz gut aus hier. So, wie kriegen wir da jetzt noch einen Abdruck rein? Ein Wackel und Siegel. Safe ermöglicht? Wow, schade, dass... Nein, das klappt so nicht. Kann ich die Karte schon benutzen? Ah ja, kann ich schon. Dann gehen wir erstmal Richtung Drache. Ich hab Angst. Ah, du bist der Drache? Ja, ja, ich hab Angst vor dir. Okay. Hast du Angst? Ja, total. Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Ja, ja, bin ich. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Ein Buch. Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Ja. Klar. Normal. Okay. Tut mir leid, wenn das so nicht klappt, wie du es geplant hast, ne? Schauen wir mal, was haben wir hier? Ein massiver Steinofen. Darin wurde früher Metall geschmolzen, wie mir scheint. Der Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, solange er nur Raumtemperatur hat. Außer man füllt gefrorenes Quecksilber ein. Der Schmelzofen... Außer man...
Okay, wo kriegen wir jetzt gefrorenes Quecksilber? Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mithril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Ich habe eine bessere Idee. Wenn Metall in der Form wäre, könnte ich eine Münze stempeln. Vorausgesetzt, das Rad lässt sich nach all den Jahren noch drehen. Ach, jetzt brauche ich erst eine Münze. Und, oh Mann. Eine massive Steinschale mit einer Art Griff. Die Innenseite ist schwarz und verrußt. Nehmen wir mit. Da ist eine Öffnung, da kommt bestimmt Metall raus. Der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Ach so. Ohne das Verbindungsteil würde Lava aus dem Becken nicht in den Trichter laufen, sondern auf den Boden fließen. Okay, ah, da haben wir... Oh, da ist ja hier noch alles. Das ist ja alles voll hier mit Sachen zum Entdecken. Voll gepackt, toll. Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen. Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Nimm mit, pack ein. Den Amboss nehmen wir auch mit. Ein Amboss mit Zwergenschriftzeichen. Gewaltiges Ding. Nimm mit. Ein Amboss. Ja, okay, dann den Hammer. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Nehmen wir auch mit. Kann man alles gebrauchen. So. Der Drache liest da schön in Ruhe. So, dann reden wir mal mit dem Drachen. Hallo, meine Hübsche. Ja? Ich suche ein magisches Schwert. Hast du so etwas ich hier rumliegen? Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das hier am Berg sein soll. Hast du eine Idee, wo es ist? Schon. Ja, wo ist es? Nun ja, du bist so etwas wie ein Krieger und ich bin ein Drache. Müssten wir nicht kämpfen oder so etwas? Ach, wer sagt das? Kapitel 5. Übereifrige Helden, oder? Wenn das Abendessen zu Besuch kommt. Ah, bist schon bei Kapitel 5. Das ist pures Schrott. Das ist völlig überholter Blödsinn. Meinst du? Na klar. Konfrontationen bringen einen nicht weiter. Du musst dir Verbündete suchen. Networking heißt das Zauberwort. Networking? Das klingt logisch. Davon steht hier nichts. Ja. Vielleicht kommst du später nochmal wieder, wenn ich mehr gelesen habe. Wir können das bestimmt auch anders regeln. Wie denn? Vielleicht helfe ich dir, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden. Tatsächlich? Du kannst mir beibringen, wie man Feuer spuckt? Nein. Dann befürchte ich, dass du mir nicht helfen kannst. Außer... Vielleicht ja doch. Hast du vielleicht einen riesigen Goldschatz? Puh, du... Nicht wirklich, aber vielleicht kann ich dir zumindest etwas Gold besorgen. Als Starthilfe sozusagen. Eine Goldmünze zum Beispiel. Abgemacht. In Kapitel 1 steht, dass jeder klein anfangen muss. Und eine einzelne Goldmünze ist ein guter Anfang für einen riesigen Goldschatz, oder? Jupp. Und, warum möchtest du denn also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Ungeheuer. Wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet, aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Also, das ist gut. Furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Da hast du recht, hau rein. Na gut, aber ich muss da mal weiter. Ich muss weiter. Schön weiter üben. Wir sehen uns. Natürlich, natürlich. Also, wir sehen uns, liebes Drachen, Fräulein, Dämchen. Ja, liebes Drachen, Dämchen, wir sehen uns.
Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auch. Und zwar beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.